Hallo, ich bin Georg Emanuel Nagel und heute erzähle ich euch etwas über ein Gespräch mit einem freundlichen, netten Libanesen, den ich da getroffen habe. Ein älterer Herr, so 60 oder so ist er, ist eben als illegaler Einwanderer, als Wirtschaftsmigrant gekommen oder als Flüchtling, je nachdem wie man das sehen will. Aber er hat mir gesagt, seine Hauptmotivation, um herzukommen, war eben, weil Libanon war Krieg. Und man konnte dort kein Geld verdienen, die Wirtschaft lag am Boden, es war unter aller Würde, hat er gesagt. Und darum kam er her, weil es hier das schöne Leben gab, in Libanon war schlecht, hier war es gut, darum kam er her. Und er hat ein schönes Deutsch gesprochen, eigentlich kein Akzent, ein bisschen eine andere Stimmfärbung, so eine dünklere, so eine arabische, aber prinzipiell schön gesprochen, gutes Auftreten, kultiviert, hat auch zwei Wochen über seinen Job erzählt und so weiter. Also ein Paradebeispiel für die Integration, ein netter, freundlicher, kultivierter Herr. Naja, und was hat er mir erzählt? Er hat zwei Söhne. Von einem Sohn hat er, war er ganz stolz, der studiert Dolmetschen, Arabisch, Französisch, Englisch und hat schon Praktikum gemacht im diplomatischen Bereich, ist wieder vielleicht bei der UNO anfangen, also ein Karrieretyp. Und was er mir auch erzählt hat, das jetzt kommt das Interessante, er ist mehr Libanese, als er jemals war. Sein Sohn, einer von seinen zwei Söhnen, das ist der Oberchef-Libanese, ja? Oberlibanesisch, mehr als er selbst jemals war. Und er sagte, das wollte er gar nicht. Er hat ihm auch einen österreichischen Namen gegeben, also einen typisch christlichen Namen. Und er hätte eigentlich wollen, dass sein Sohn, so wie er, sich hier assimiliert, dass er sich integriert, dass er ein voller Österreicher wird. Das ist er nicht, aber er ist libanesischer geworden, als der Papa jemals war. Und das wundert mich überhaupt nicht. Denn der wächst hier auf und das sieht er so anders, er schaut anders aus. Er hat eine andere Herkunft, eine andere Sprache, eine andere Kultur, vielleicht auch eine andere Religion. Über Religion hat man nicht so viel gesprochen. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Vater unreligiös ist. Wahrscheinlich ist der Pfeif, der auch hat auf dem Islam gepfiffen. Könnte sein, dass der Sohn wie so viele andere wieder sehr islamisch geworden ist. Darüber haben wir nicht so geredet. Aber der Unterschied ist, der Vater hat diese liberale Einstellung. Er sagt, die Libanon war in einer Krise. Also gehe ich weg. Ich baue mein Land nicht auf. Ich werde hier nicht wie die Vorfahren, ja, die eben irgendwann die arabisch-libanesische Kultur begründet haben. Ich werde nicht wie die Vorfahren das aufbauen wieder nach der Krise, sondern ich wandere dorthin aus, wo es schöner ist und passe mich an. Das ist eine liberale Einstellung, eine egozentrische Einstellung. Der Sohn hat eine andere Einstellung. Der ist zwar hier aufgewachsen, der kennt natürlich auch diesen ganzen, die Armut nicht, die Not, den Krieg kennt er nicht, aber er kennt, sieht hier diese Entfremdung. Entfremdung, natürlich passt er sich nicht an, aber was soll sich anpassen? Wir in Österreich, wir verleugnen unser Volkstum. Du darfst nicht mal sagen, dass wir Deutsche sind. Und ein Österreicher, der einen Pass hat, alles linksliberal, alles beliebig, alles irgendwas, das ist nicht anziehend für ihn. Das ist nicht seine Identität. Vor allem ist der Liberalismus, was die Liberalen nicht erkennen, die sich für international halten, die das Volkstum verleugnen, die sagen, es ist Weltbürger. Das ist der westliche Liberalismus ist eben ein spezifisches Kulturphänomen des Westens. Ja? Und dieser Libanese, dieser Sohn dieses libanesischen Einwanderers, der spricht sicher, bin ich mir sicher, ein sehr schönes Deutsch. Und er spricht auch die anderen Sprachen sicher schön. Der ist sicher nicht ungebildet, der ist sicher kultiviert. Schon sein Vater ist ja sehr, sehr kultivierter Mensch. Aber er ist ein Libanese, hat eine starke libanesische Identität. Und das wird sich verfestigen. Dessen Kinder werden noch libanesischer sein. Und das ist, er widerlegt eben eine gewisse Theorie der Linken, ja. Denn oft hat man es ja bei Einwanderung mit Menschen zu tun, die eben nicht erfolgreich sind, die nicht kultiviert sind, die arbeitslos sind, die eben kriminell sind. Gerade bei Libanon, dann hört man von Libanon bei uns, von Libanesen, ja, wenn es um diese Clans geht. Ja. Aber es sind natürlich nicht alle so. Und es gibt auch gebildete Leute unter diesem Volk und die werden vielleicht auch mehr werden. Und natürlich sind es trotzdem Libanesen. Ja. Ja. Das ist so eine Theorie der Linken quasi. National ist oder patriotisch oder irgendwie mit Volkstum oder Tradition verbunden, ist nur der Prolet. Ja? Das sagen auch die Linken, haben die früher gesagt, der FPÖ-Wähler, der so der Prolet aus dem Wirtshaus am Stammtisch, das ist der Patriot. Ja? Das stimmt natürlich, haben auch wie Intellektuelle, gebildete Akademiker, Bürgerliche und die meisten Menschen haben eine Verbindung zum eigenen. Und diese liberale Kaste, das ist eine kleine Kaste in Wahrheit. Die wird nun durch die Medien verstärkt. Und so ist es bei anderen Völkern auch. Natürlich gibt es bei anderen Völkern eine üble Unterschicht, mit der wir mitunter konfrontiert sind. Natürlich gibt es auch ganz normale, gebildete, nette Menschen. Und das ist sogar viel schlimmer, wenn die hier herkommen. Sie bilden dann eine Gegenelite. Das sind dann nicht mehr die, auf die man immer schimpfen kann, wo man schaut her, die Einwanderung bringt uns diese Ghettobezirke und diese Zustände. Nein, hier hat man dann Leute, die erfolgreich sind, die studieren, die ja Geld verdienen und die dann hier eine Gegenelite ausbilden, die dann in der Politik tätig sind, die in der Wirtschaft tätig sind, die hier als die Führungsklasse ihres Volkes in der Parallelgesellschaft sind. Das heißt, wir haben eine Verfestigung des fremden Volkstums durch die Integration und eben nicht die Anpassung, also nicht die Assimilation, ja, und die Identifikation mit uns. Das trifft sicher viele zu, ja, aber auf die allermeisten trifft es eben nicht zu.
Und ich kann diesen libanesischen Buben da viel besser verstehen als der Vater. Der Vater ist für mich so eine Nichts, ein Nichts, ein liberales Nichts. Heute, er pfeift auf seine Heimat und auf sein Volk, geht nach Österreich, weil hier ist das gute Knädel, hier hat man das schöne Leben. Und wenn es hier mal schlecht läuft, ja, dann geht er vielleicht woanders hin. Dem Sohn ist das wurscht, der sieht auch, dass in Libanon nicht alles toll ist, dass die Zustände schrecklich sind. Oder schrecklich, ich weiß es nicht, jedenfalls nicht so von der Wirtschaft so wie bei uns, da hat man sicherlich alle möglichen Probleme. Aber er identifiziert sich trotzdem damit und er wird wahrscheinlich bemüßigt sein, irgendwas dafür zu tun, dass es den Libanesen besser geht. Und das ist die normale Einstellung, die vernünftige, die ehrbare Einstellung, die ist für mich nachvollziehbar. So bin ich auch. Ja? Ich gehe auch nicht weg. Ja? Ich könnte auch wie andere sagen, sie gehen nach Ungarn oder nach Tschechien oder irgendwo hin, wo man eine 100%, fast 100% europäische Bevölkerung hat, also sagen wir 90%, da gibt es ja Zigeuner und auch, wo die politischen Verhältnisse besser sind. Und ich sage, nein, ich bleibe hier, ich baue hier auf, das ist mein Land und ich bleibe hier bis zuletzt, die Heimat wird verteidigt. Das ist die normale Einstellung, die vernünftige, die ehrbare Einstellung. Und der Sohn dieses Einwanderers hat diese Einstellung auch. Er ist Libanese und das bleibt so. Ja? Soll ich ihm das übliche nehmen? Soll ich ihm sagen, ach wie schrecklich, der hat sich nicht integriert? Nein, das ist das Normale. Das ist nun mal das, was er ist. Ja? Die Linken labern von der Herkunft. Ach, wo jemand herkommt, dann auch wird jemand beurteilt. Nein, nicht wo jemand herkommt, wer jemand ist. Was ist das Relevante? Wenn ich jetzt auswandere irgendwo hin, dann bin ich immer noch der, der ich bin. Wenn ich in den Libanon auswandere, bin ich immer noch ein Österreicher, ein Deutscher. Das ist nun mal so. Und genauso ist dieser Libanese eben das, was er ist, ein Libanese. Und daran ist er auch nicht, ist er nicht schlimm, das zu sagen. Für die Linken ist es ja noch schlimmer, ein Libanese zu sein. Der Linke will, dass der Libanese so wie wird, so ein linksliberales Nichts, ja, jemand, der auf die Homo-Parade geht und mit Arsch wackelt oder jedes Wochenende sich auf der Techno-Party das Ecstasy einschmeißt und der für nichts und auch nichts lebt, der keinen Sinn hat, keine Verbindung zu den Ahnen, zu den Traditionen. So, das will der Linke. Der Linke will, dass alle Menschen dieses Nichts werden, was sie selber sind. Der hat überhaupt keine Wertschätzung für andere Kulturen. Ja. Ich nenne mir Libanesen, das ist nicht übel, als ein Libanese. Ich will sicher auch, der Libanon hat seine liebenswerten kulturellen Eigenschaften. Ich will nur nicht, dass wir hier vom Libanon kolonisiert werden, dass wir verdrängt werden von einem. Und das ist es eben. Ja. Und das versteht der Linke nicht. Der hasst seine eigene Kultur, darum kann er es nicht wertschätzen, aber er mag die anderen Kulturen auch nicht. Ja. Man ist halt der, wie man ist, ob man gewillt ist oder nicht. Ja. Der Prolet ist genauso, hat genau die gleiche Identität wie der Intellektuelle im Wesentlichen. Außer bis auf diese kosmopolitischen Kreise, die das bewusst verleugnen. Aber das ist es eben. Ja. Ich verstehe diesen unangepassten Libanesen 100-mal mehr als den braven, integrierten Papa. Alles kommt wieder, nichts ist weg. Ja. Man ist nun mal der man ist, auch durch die Abstammung, durch das, was seine Ahnen waren. Man erkennt das Eigene in der Kultur. Ja? Und das ist überhaupt nicht verwunderlich, dass der dazu zurückfindet. Ja? Dass der Islam oft stärker wird bei den Einwandererkindern, die mit laizistischen Eltern aufgewachsen sind. Ja? Auch bei uns gibt es Leute, ja, ich gehöre auch zu denen, die, sagen wir mal, sich dafür interessieren, für die Antike, für die religiöse Vorstellungen, für Weltanschauungen, die man als tot erachtet hat, wo man sagt, okay, das ist was für die Geschichtsbücher und ich lese das und ich erkenne das als wahr, als das, was mich anspricht, wo ich sage, das ist das meine, ja? Weil es eben darauf ankommt, wer man ist und das ändert sich nicht. Ja? Das ändert sich erst, wenn sich der Ethnos ändert. Ja? Wenn wir ethnisch verdrängt werden, dann gibt es unsere Kultur nicht mehr. Ja? Wir sind nicht so eine Ansammlung von liberalen Ideen und jeder, der sich diese liberalen Ideen zuschreibt, der ist dann ein Westler, ein Europäer, das ist Blödsinn. Es gibt die europäischen Völker, so wie es die anderen Völker auch gibt. Und da gibt es eben auch Konflikte. Ja? Und das eigene zu lieben ist das völlig Normales. Und ich bin sicher, dieser Sohn von diesem Einwanderer, der Sohn versteht mich sicher sehr gut, wenn ich das dem sage, um was mir geht. Der versteht mich. Aber dieser Liberale, der hat mir das richtig erklärt, wie schlimm er das findet, dass der wieder so ein libanesischer Typ ist. Das wollte er nicht. Das wollte er gar nicht, dass der so libanesisch wird. Er wollte, dass er glaubt, dass er ein Österreicher ist. Das ist ja das, was alle Liberalen wollen. Das sagen auch die Liberalen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, was weiß ich, dass die mit dem Nagel auf die Demo geben, dass die patriotisch sind, dass die sich nationalistisch engagieren. Um Gottes Willen, das wollen sie nicht. Das sind halt die Liberalen überall gleich. Die Liberalen, die Kosmopoliten, heute hier und morgen da, je nachdem, wo mein Geschäft macht, wo das schöne Leben ist. Ja, das sind die das nicht sind und sie wollen das nicht auch für unsere Kinder. Und ja. Es gibt halt von uns eine Lösung, indem auch wir das zurückweisen, wie der Sohn dieses Einwanderers zurückgewiesen hat und der jetzt für sein Volk steht, so müssen auch wir sagen, wir weisen diesen liberalen Scheiß auch zurück, wir stehen auch für unser Volk. Ne?
was ist das Vernünftige, das Normale und das Gesunde. Ja, das fühlt sich gut an. Das müssen wir auch machen. Ja. Also das Zeitalter des Liberalismus geht zu Ende. Und ja, die Realitätsverweigerung betrifft halt die Multikultis und die Globalisten und die Internationalisten, die Liberalen oder ihr, verweigern die Realität nicht. Wir sehen, wer wir sind und wir wollen wieder werden, wer wir sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.